Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Ich hatte gerade noch ein paar technische Probleme und zwar hatte ich einen Wackelkontakt oder ich habe einen Wackelkontakt in meinem Mikro. Deswegen kommt das heute wahrscheinlich ein bisschen später. Und, ja, ich habe die Qualität nochmal ein bisschen hochgestellt, weil ich bemerkt habe, ihr konntet gar nicht den Typen sehen, der auf dem Berg war. Also das Viech, Dingenskirchens und so. Übrigens wurde mein Speicherstand zurückgesetzt, bis zu dem Punkt, wo wir vorhin runtergesprungen sind. Eigentlich hatten wir auf dem Speicherstand 15 Minuten drauf, plötzlich hatte ich heute nur noch 8. Crazy. Hoffentlich passiert das nicht nochmal. Folge den Vanya-Spuren, halte gedrückt, um einen Jägerblick einzusetzen. Okay. Ich vermute mal, die sind gemeint. Geronimo! Okay, offensichtlich können wir schwimmen, das ist gut. Außerdem ist das hier nicht sehr tief, ich habe höchstwahrscheinlich irgendwas gebrochen. Aber hey, Far Cry war noch nie logisch. Also von daher, was soll's. Gut, ich vermute mal, ich habe keine Pfeile. Ich habe 6 Pfeile, ich weiß zwar nicht woher, aber ich habe sie. Letzte Keule, das wissen wir schon. Hat er eigentlich all meine Pfeile verbraucht, soweit ich weiß. So, und Mister, ich töte mit deiner Familie, ist übrigens irgendwo hier in der Nähe. Naja, und haben wir uns doch hier gelassen? Was? Tasche voll? Och Mann. Was bist du? Vermute mal, ich soll dich abfackeln? Entzünde den Waffenrad, an dem du. Was soll ich machen? Entzünden. Oh! Das geht flockt. Aber jetzt legen wir es am besten weg. Pfeil anzünden. Ich kann mein Pfeil anzünden. Cool. Für was auch immer. Ist quasi nur so eine Feuerstelle, okay. Ah, das habe ich mir fast gedacht. Was ist mit meinem Beil? Brennt es immer noch? Nein, das ist gelöscht. Aber wie so ein Feuerzeug ist es oben abgebrannt. Und ich denke mal nicht mehr so stabil. Normalerweise wäre es das nicht. Und ich glaube, es war ein fucking Fehler, da hochzugehen. Da runter zu gehen. Ich glaube, wir müssen hoch. Oder auch nicht. Hä? Soll ich tauchen? Ja, wunderbar. Ich hab so das Gefühl, ich muss da hoch, aber. Achso, da gibt's auch einen Hoch. Soll ich nochmal alles anzünden? Dann zünden wir mal einen Pfeil an. Genau, schlag drauf und verbrenn dich am besten selber. Sehr intelligent, Zero, sehr intelligent. So. Ihr seid scheiße! Wozu habt ihr dann Feuer eingeschaut? Dein Ernst, ne? Was soll denn das bringen? So wie. Wozu der Wasserfall? Der aus dem Nichts kommt. Jetzt mal ehrlich, wo kommt der her? Da ist nix. Nicht mal Drille oder so. Hätte ich ihm echt mir das Feuer lassen können, ganz ehrlich. Naja, so brennt mein Pfeil wenigstens ein bisschen. Der brennt wahrscheinlich auch ab, ne? Hoffentlich ist hier nichts Explosives. Also wenn der Säbelzahntiger da einen Furz ablässt, dann habe ich ein Problem. Was? Warum steckst du den brennenden Pfeil weg? Was soll denn das? Okay, machen wir Licht. Okay, es gibt zwar hier nur ein Pfad, aber hey, aktivieren wir doch einfach mal den Blick, um zu gucken, wo unsere Jungs lang gegangen sind. Ist mir egal, dass es hier so duster ist, oder? Das Fleisch der Ratte. Na, ah, Taschen für diesen Gegenstandsbereich voll. Ja, cool. Aber ich habe eine Maus getötet. Bin sehr stolz drauf. Er ist stolz drauf, eine Maus erlegt zu haben. Oh mein Gott. Wieso schwimmst du jetzt so schnell? Was? Irgendwas hinter uns? Was soll die Musik? Hallo, Dude! Wie geht's dir? Habt ihr übelst ins Gesicht geschossen?
Gehört die zu uns? Hey! Er hat apportieren gelernt. Ich glaube, er mag mich. Er bringt mir meine Freunde zurück. Halt sie durch! Ich komme! Ich glaube, sie weiß es. Oder auch nicht. Ich dachte, er gehört zu ihr. Hau ab, Miezekatze, hau ab. Hol dir eine Maus. Ich hab dir da hinten eine Maus liegen lassen. Alter, ich hab dir eine Maus erlegt. Wir sind jetzt Freunde. Hau ab. Mit dem Typen eigentlich nicht in Ordnung. Jetzt mal ganz im Ernst. Soweit ich weiß, töten Tiger nur das, was sie essen. Und ich glaube nicht, dass er da einen Vorrat in seinem Kühlschrank aufbauen möchte für den Winter. Alten Wind. Würden. Ja. Würden Tiger Winterschlaf halten, wenn sie in einem kalten Gebiet sind? Man weiß es nicht. Land von Oros. Hat ein bisschen was von Far Cry 4, oder? In den hohen Bergen und so. Winja. Na, Orospi? Balu. Sashwalim Shalam. Takar Hasan. Saila. Tigri Chawasu, Tii Bayamartis. Tigri Udam Daf. Udam Shaus. Dausam. Utakar Ulimwan. Ku Aika Gwashta. Sie sammelt Ohren. Ja. Mi Kawa. Guama. Guama. Seit wann rasieren sich Höhlenmenschen die Köpfe? Und tätowieren das Ganze? Oder was war das? Kuala Lia Winja. Udam Shajan. Winja Damsha. Ugujara. Udam. Pai hu Winja. Uguana. Winja. Hai wa guasha. Santamsha. Oros. Übrigens schön, dass sie geschminkt ist. Tigre dansa dobu. Sakwi. Ay. Walta lauba akista. Mi barra. Gut, sie hat Lidschatten.
Warum hat sie Lidschatten? Heißt das so? Mädels, die mir zugucken. Ist das Lidschatten? Oder ist das natürlich, dass ihr da irgendwie schwarze Augen habt? Ich weiß es nicht. So. Ja, ich such ja schon. Lass mich in Ruhe, Vibe. Mann, gerade hast du es kennengelernt und schon macht sie mir Befehle. Ah, das kommt mir allzu bekannt vor. So. Ich vermute mal, wir müssen da hinten hin. Bin gespannt, wie die sich das Ganze noch irgendwie ausweitet. Ich meine, man hat hier keine Fahrzeuge. Frag mich, wie man sich da fortbewegt, weil die Karte soll ja anscheinend groß sein. Ich sehe hier noch nichts zu. 120 Meter hoch? Fragezeichen. Tut mir leid, Mädel. Achso, ich dachte, es wäre ein Stinktier. Was bist du denn? Flusssteine. Hatten sie damals schon Götter? Hier ist ein Lager. Wo ist hier ein Lager? Ja, sollen wir Wumpe sein. Ich will nur die grünen Blätter haben. So ist das rot. Was geht ab? Wieso bist du rot? Was bist du? Weißt du, du bist ein Mannequin. Ist das jetzt ein Feind? Ist das ein Freund? Ich wollte schon wieder nachladen. Ja, Zero, lade deine Pfeile nach. Ganz wichtig. Oder ist rot unser Ziel? Fleischfresser? Wurde der Typ gerade gekillt? Ach so, der Vogel. Als ob die Vögel Menschen angreifen würden, um sie zu fressen, ganz ehrlich. Das ist ja noch nicht doof. Hoppla! Ich. Oh Gott. Taschen voll, ne? Nein, Jaguarfell. Tierhaut. Hä? Ich dachte, Taschen sind voll. Taschen für Tierhaut voll, okay. Was ist mit deinem Kopf passiert? Fußspuren? Oder Pfotenabspuren? Pfotenabdruckspuren, was? Gib mir erstmal meinen Pfeil zurück, danke. Ach so, die Tasche für Gegenstände ist voll. Ja, ich verstehe. Da ist was Blaues, aber das will ich gar nicht. Naja. Aber wir haben gesehen, dass der Vogel auf jeden Fall den Typen angegriffen hat. Ich wollte mir das Schauspiel angucken, wie der Tiger ihn zerfetzt oder der Cheetah. Weiß gar nicht, wie heißt das nochmal? Panther? Tiger? Bist du freundlich? Anscheinend nicht. Und deswegen wird mir dieses Spiel sehr gefallen. Weil hier kein Schwein Schusswaffen hat, sondern nur Pfeil und Bogen. Wenn ich derjenige mit Pfeil und Bogen bin, dann sind die am Arsch. Ich wollte den untersuchen. Wo hast du denn hingegriffen? Er sieht ein bisschen zerfetzt aus. Was haben die eigentlich gerade gefressen? Die haben Menschen gegessen? Anscheinend nicht nur gegessen, die wollten sie grillen. Wie krank ist denn das? Tasche für Gegenstände voll. Ja super, wo sammle ich das denn ein? Rührst du hier noch weiter rum oder was? Hier. Kassiert, Alter. Nervensiege. So, jetzt können wir eigentlich zurück, ne? Wenn uns nicht da irgendwas vor die Flinte läuft, vor dem Bogen. Ja, ein paar Möwen und so, ne? Aber alles easy, alles easy. Also das war deren Lager. Ah. Na, kann man euch streicheln? Ah.
Mach euch alle kaputt mit meinem Beil. Wieso bist du eigentlich wieder repariert, Beil? Ich weiß es nicht. Ach komm, die Ziegen können doch nicht so schnell sein. Ha! Bam! Sehr schön. Und jetzt kommt ihr beide dran. Ich bin der beste Jäger aller Zeiten. Ich locke euch direkt zu meinem Kühlschrank. Okay, dann halt nicht. Bin ich hier vorhin noch runtergegangen? Kann mich nicht erinnern. Oh! Ich glaube, der ist verblutet. Ja, weit ist er nicht gekommen. Ha! Abgezogen, Alter, abgezogen. Gib hier deinen Scheiß. So. Wollen wir mal das ganze Zeug zu Madame bringen? Falls sie nicht tot ist vom Tiger, wer weiß. Was? Kann man die auch blocken? Ich werfe ihn einfach ab, Alter. Take this! Oh. Okay, das hat nicht so ganz funktioniert. So, aber ich habe meine Keule wieder. Ah, Feuerstein ist immer gut, ne? Woher soll ich denn riechen, dass das auf mich zukommt? Lieber gleich hier meinen Radar aktivieren. Ich dachte, der Weg ist frei. Wieso war er es nicht? Zapfen? Wie komme ich denn an die ran? Ach, das sind Fallen. Ja. Ich darf nicht erkunden, Freunde. Ich darf nicht. Ich muss die Quest abgeben. Ach, Mann. Seiler. Die Walnayi. Auf die Wunde. Nicht in deinen Mund. Chaja, Tani Schlauta. Schlauata. Tanji. Achso. Oh. Dubu. Wollnam heißka. Ich weiß nicht, ob das so gut ist mit deinen Bazillen, aber... Ey. Das macht die Sache auch nicht besser. Tja, du bist wie neu. Glückwunsch. Warst. Luhayam, Urus Quapacham. Alhubayatar. Wool. Hers. Udam. Salwa Tija. Buana. Winja Waida. Tuhai Padas Shwa. Ja. Okay. Und somit breitet sich die Welt für uns auf. Tiefe Wunden abgeschlossen. Es? Wo? Hä? Erobere dieses Leuchtfeuer. Aha, Schnellreise. Ja, Schnellreise ist ja klar, gibt's ja vorher schon. Was bist du? Bringe Tänzer den Schamanen in dein Dorf. Er wird dir beibringen, wie man Bestien zähmt und eine Eule ruft. Eine Eule. Okay, hier haben wir natürlich die verschiedenen Tiere. Was ist das? Leuchtende Handabdrücke, die auf Orte mit starker Geisterenergie hinweisen.
Na gut, gucken wir erstmal, was es ist, indem wir einfach hier hingehen. Weil das ist nah dran. Sehr nah dran, ja. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Ich weiß nur, dass der Wasserfall tierisch laut ist. Ja, coole Nummer und so. Moment. Moment, Freunde. Moment. Was ist dieses Symbol unten rechts? Ich weiß es nicht. Handwerk. Oh, Köcher. Rothundfell. Wildschweinhaut. Eingeweidetasche. Mhm. Voraussetzung Takashöhle. Südstein. Südstein. Staub. Es gibt auf jeden Fall viel zu sammeln und da freue ich mich drauf, mit euch ein bisschen auf Sammeltour zu gehen. Aber zuerst mal werden wir diese Höhle erkunden. War das diese? So hoffe ich doch. Und um dahin zu kommen, wo ich hin möchte, muss ich nach links. Ja, zuschauer, dass hier nichts ist. Gut, dann gehen wir halt in die andere Richtung. Was auch immer das bringen soll. Ich habe keine Ahnung. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Wer weiß, vielleicht finde ich Mickey Maus. Ich weiß es nicht. Okay, da. Wo bin ich? Fähigkeiten. Ach, Fähigkeiten. Halte Y gedrückt, um manuell einen Gesundheitsbalken zu heilen. Ja, nice. Ist ja gar nicht mal so verkehrt, sowas, ne? Ich meine, ich habe nur zwei Gesundheitsbalken, von daher. Am Anfang recht sinnvoll. Freunde, ich habe keine Ahnung, was ich gerade tue. Wo laufe ich hin? Was verfolgt mich? Böse Wildschweine. Oder auch nicht. Ist das ein Rothund? Ich rette dich, Wildschwein! Halte durch! Das war leichter als gedacht. Rothund! Perfekt. Sehr, sehr nice. Gut. Oh, noch einer. Gott sei Dank ist scheiße schwach. So, schauen wir erstmal. Handwerk. Ein Fell brauche ich noch. Es hört sich rothundmäßig an, oder? Rothund? Alter, hier sind zu viele Geräusche. Oh, ich sehe einen. Wo ist das Viech? Was ist das? Ah, ich glaube, der Rothund hat einen gerissen, oder? Nö, das ist einfach nur irgendwie Beute. Ist das Beute? Tasche voll mit Knochen. Hey, ich habe einen Fußball gefunden. Yeah. Okay, ja, was machen wir? Was? Ach so, da sind Knochen drinne. Okay. Cool. Komplett umsonst. Oh, Rothunde. Ich brauche... Das sind Ziegen. Dero, das sind Ziegen. Ich komme. Halte durch, Ziege. Ich werde dein rotes Leben retten. Warte, das sind Ziegen. Das ist auch eine Ziege, Mann. Das ist die Ziegelruhe. Okay, das wird durch eine Leere sein. Ich glaube, die sind jetzt hinter mir. Okay, Ziege. Töte sie. Die letzte kriegt ihr. Einfach in den Büschen verstecken. Kleine Schlawiner, du, aber nicht mit mir, nicht mit dem guten alten Zero. Bam! So, derzeit 16. Das ist eine Ködertasche. Okay, kommen wir der Geschichte voran. Also ich kann mit Takas Höhle Level 1. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist meine Höhle. Ach, das ist meine Höhle, ah. Ich glaube, das kriegen wir sowieso erst voll spät. Weil es nur noch ein Upgrade gibt.
Hab ich Speer gebaut. Ja. Damit kann ich die Viechers abwerfen. Aha. Okay. Freunde, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Es ist schon so weit. Wieso sind wir jetzt plötzlich so weit weg? Ich habe das Gefühl, da kommen wir ohne weiteres noch nicht hin. Nur so ein Gefühl von mir. Es sei denn, ich laufe gerade irgendwie dahinter. Was ich aber nicht glaube. Nee, das ist da hinten. Eines Tages werden wir raus, wenn wir da hinkommt. Ich glaube, da kann man oben lang, ne? Das werden wir wohl irgendwann anderes herausfinden müssen. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge. Ich freue mich drauf. Freunde, haut rein. Euer Zero. Tschüss.